Servus und hallo hier wieder zu einer neuen Folge von FIFA Ultimate Team. Und wie ihr seht, Aufstieg ist angesagt hier. Ein Spiel haben wir noch, wo wir Meistertitel holen können. Das wäre natürlich ein geiler Abschluss aus 6000 Coins, kann man nichts sagen. Ja, und ich finde mit unserem Team, was wir hier sehen, das jetzt ja vollkommen ausgerobt ist, um den drei Informs, Emenike vor allem und Tevez. 99 alle, da passt es. Und die anderen müssen sich halt jetzt ein bisschen ausruhen. Ist aber auch okay, die haben ihren Zoll getan, nämlich wir steigen auf jeden Fall auf. Ja, dann bin ich mal gespannt, gegen wen wir jetzt hier müssen. Ich bin sowas von echt gespannt, weil ein Meistertitel wäre halt schon richtig geil. Erstmal bekommt man noch ein bisschen Coins dazu und Meistertitel ist halt Meistertitel. Ist halt so. Und wir spielen gegen Lebenbin 26. Squad-Name Fun. Nicht schlecht. Was ist denn das? Gorau? Chihuahua, irgendwas. Keine Ahnung, was das für ein Wappen ist. Hat die deutschen Trikots. 79er Bewertung. Oh je, Pace Remy vorne drin. Juf, McGeady, ja, also er hat auf jeden Fall die sehr beliebten Spieler aus der Barclays Premier League im FIFA 15 genommen. Ja, also es ist nicht das teuerste Premier League Team, aber wie gesagt, es hat halt, die haben halt echt alle gute Werte und ja, kann auf jeden Fall eng werden. Schon kommt Tevez. Auf und der muss rein. Jawohl. Wuhu. 1-0, meine Freunde. Die Meisterschaft rückt ein bisschen näher. Hier hat er sich echt schön durchgesetzt. Und natürlich mit seinem Abschluss geht er ganz gut rein. Oh, fuck, fuck, fuck. Uiuiuiui. Der Remy, Mann, dass der sich da immer so durchpaced. Und schöne Parade auch von Loris. Och Mann, die Flanke war so unnötig. Guck, und dann, Mann, Sesengon, das war der Non-Rare, stimmt, ich hatte gewusst, den kenne ich. Alter, aber die Flanke muss eigentlich abgefangen werden. Egal, weiter. Und schick. Schön. Tevez vollkommen frei. Komm, an dem können wir noch links vorbei. Und jetzt kommen, schlenzen rein. Oh. Merci beaucoup. Oh, und da hat er. Schön ist er da links vorbeigezogen, da mit dem rechten Außenriss. Alter, wie locker der den da reinmacht. Klasse. Also, die Karte ist auf jeden Fall wert, Leute. Da, Emenike, tank dich durch. Jawohl. Schön, komm, ziehen wir nochmal nach innen. Alter, wie easy der mit seinem Physikwert auch da reingeht. Alter, und wie ihr vielleicht seht, mache ich noch, sei vorher beim TWS-Tor noch vergessen zu sagen, diesen Jubel, wo er dann so tut, als ob er gegen die Eckfahne hauen würde. Aber das Tor war einfach viel schöner mit dem linken Innenriss. Wo eigentlich mal der Rechte nimmt. Hat er schön gemacht. Wirklich schön. Oh nein, und da will der schon wieder flanken. Oh, der kommt auch auf den hinteren an. Scheiße, scheiße. Rangehen, rangehen. Schön. Und da ist so vollkommen frei. Komm. Junge, komm, ein Trickschen. Oh, schön, noch Tanz. Und wenigstens ein Eckball. Und komm, Diego. Da ist doch Caceres, oder auch nicht, aber da kommt Lichtensteiner und verliert den Ball. Willst du mich verarschen? Jetzt seine Konterchance, aber die wird schön angefangen von Caceres. Und da, Diego vollkommen frei und. Boah, wird der geblockt, der. Ah.
Komm so. Lauf, lauf. Flank mal rein. Da steht doch keiner. Außer, nein, Alter, Lichtensteiner läuft am Ball vorbei und jetzt gegen Remy. Jawohl. Alle gegen Remy. Koscielny. Schön, schön. Das nennt man Abwehrleistung hier. Und komm, da läuft doch Emenike. Jawohl, jawohl. Komm, ein. Ja, schön. Diesmal mache ich auch keinen Lupfer, sondern mach echt ganz normal den Ball rein. Und der Typ geht ab, he. Jam, 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 jam. Das gefällt mir. Und jetzt bricht er bestimmt ab. Nämlich 4-1 holt er bestimmt nicht mehr auf. Komm, abbrechen. Abbrechen. Junge, bitte schnell. Ich möchte den Meistertitel feiern. Oh. Er wechselt. Und wen wechselt er ein? Depay. Okay. Er will es also mit mir richtig jetzt aufnehmen. Gerne. Und da ist das Spiel vorbei. Meisterschaft. Ole, ole, ole. Ich feiere die Meisterschaft. Tralalalala. Okay, wir steigen jetzt in Liga 5 auf. Ist okay. Nämlich so langsam könnte es haarig werden. Natürlich ist unser Ziel Liga 1, aber sagen wir so, FIFA 15 ist ja jetzt noch ein bisschen da. Und guck, 6.475 Münzen, auch schön. Oh, und Hazard gratuliert uns auch. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So, und dann starten wir in Liga 5 gleich durch. Wie sieht's denn aus gleich bei meinem Team? Perfekt. Die wollen doch gleich mal bestimmt gut in die Liga 5 starten. Auf geht's. Jiha. Oh mein Gott. Hier haben wir auch wieder ein Premier League Team, nur ein bisschen besser. Mit Rooney, Mata, Da Silva, Walcott. Two Golds, One Cup. Der hat auch das gleiche Wappen wie der gerade eben. War das der? Vielleicht war es der auch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auf geht's. Dominique paced sich von Anfang an gleich ein bisschen durch, aber kommt am Schluss nicht ganz durch. Und da läuft doch Tevez. Tevez, Schuss! Na, Mann. Hätte ich ihn doch lieber anschneiden sollen. Aber da Vidal vielleicht? Oder Emenike? Emenike! Yes, Mann! Badatz! Schön. Klasse. Das fand ich gut, dass sie da jetzt echt nachgesetzt haben. Und dann geht das Ding auch rein. 1-0. Jetzt kommt der Wesse. Da ist der Callejon frei. Und komm, der kann auch schießen. Roulette rein. Wieder zurück. Und Schuss. Ah, leider zu viele Leute vor ihm. Aber vielleicht kann ja die Ecke jetzt was werden. Wir haben ja einen guten Schuss mit Diego. Und da. Ah, schade. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns keinen Konter fahren. Oh, fuck, der Remis geht da gleich durch. Aber Klischee, perfekt geklärt. Und kommt hier was. Da läuft doch jetzt ein bisschen Emenike. Nein, der läuft nicht so. Alter, faul. Und Emenike rennt. Da, schön vorbeigegangen. Und komm, schlenz ihn. Nein, nicht vorbei. Rein. Oh Mann, da hätte er jetzt einen linken nehmen müssen. Und Tevez verletzt. Mann. Ist doch scheiße. Oh, und ein klasse Abschlag. Applaus für so einen geilen Abschlag. Sogar mit dem Außenriss. Oh. Remy geht ab. Scheiße, scheiße. Der war klar, dass der jetzt nach hinten zieht. Und Loris wieder. Alter. Leute, holt euch den Torhüter. Der ist einfach nur geil.
Ist einfach nur geil. Der Minikär hat den noch. Schön, und jetzt rennen. Rennen, du kannst pacen, aber doch nicht gegen so viele. Und da üben ist Tevez. Schön gesehen, aber der kommt nicht an. Und da Calejón. Kann laufen. Schön. Schön. Soll er mal schießen? Komm. Oh, schade. Schade. Und das Spiel ist aus. Wir haben 1 zu 0 gewonnen. Es war kein ruhmreiches Spiel, ganz ehrlich, muss ich sagen. Ja, aber Sieg ist Sieg. 3 Punkte schon mal. Im ersten Spiel geholt. Also, es war für mich das Wichtigste jetzt, ganz ehrlich. Und die Chancenverwertung. Koscielny, das stimmt. Koscielny hat vor allem hat von Remis sehr viele Bälle abgeholt. Er war auf jeden Fall richtig stark in dem Match. Ja, statistisch gesehen, wir hatten mehr Schüsse, mehr Schüsse aufs Tor, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Eigentlich waren wir schon überlegener. Aber der war auch, hat auch ein paar gute Chancen gehabt. Ja, dann machen wir jetzt noch ein zweites und sehen uns da gleich. Und wir spielen gegen die Vancouver Whitecaps FC. Mit einem Bordeaux-Trikot. Und dem Namen Hammer 347. Mal gucken. 82er Gesamtbewertung. Hybrid-Liga. Warum Hybrid? Das ist alles nur Spanische. Was soll da Hybrid sein? Naja. Mandzukic und Dos Santos im Sturm. Cherchi. Nein, das ist nicht Cherchi. Wie heißt der? Doch, er heißt Cherchi. Als ZM, naja, eigentlich Stürmer. Verpacken wir es an. Und Dominique mit Roulette und kommt durch. Nochmal Übersteiger. Komm. Na, schade. Und schön auf Tevez. Komm, Tevez, jawohl. Aber da muss er nochmal zurück. Kommt er da vorbei? Ah, nein, doch nicht. Das finde ich so blöd, wenn man schießt. Und dann geht es in der anderen Situation so weiter. Und da will man doch gar nicht mehr schießen. Und dann schießt er trotzdem, weil er es einfach vorher nicht gebacken kriegt. Das ist einfach scheiße. Oh, schön gesehen. Alter, und dann macht er den mit Innenpfosten voll rein. Ah, ich glaube, es war sogar Georgie jetzt, oder wie? Ach, Menno. Ah, da, der hohe Ball war klasse gespielt. Und dann, ja, macht er den rein. Legen wir 1-0 hinten. Oh, schön kombiniert. Und dann ist er halt drin. Muss gerade ehrlich sagen, der Gegner ist klar besser wie ich. Kann ich nichts machen. Guck, wie der mit One-Touch-Fußball mich total ausspielt. Alter, das ist echt krass. Jetzt muss ich halt auf sehr offensiv gehen und auf mein Glück irgendwie hoffen. Oh, und da kommt er wieder zu leicht durch und da ist das 3-0. Och Mann, ich kann gerade nichts gegen den machen. Das kotzt mich so an. Da geht irgendwie nicht. Muss ich mir halt durchskillen. Calejón kann das auch. Komm. Wow, geiles Tänzchen. Und komm noch einmal. Noch einmal. Wow, schön. Schön. Klasse. Und nochmal. Oh, perfekt. Jetzt sind wir noch am Ball. Ja, Übersteiger. Oder? Ja. Schuss. Wow. Und nein, der Nachschuss geht auch nicht rein. Oh, Leute, ist doch scheiße. Und da kann man stibitzen. Kann Tevez vielleicht jetzt noch ein Anschlusstor machen? Nein, er passt. Wow, was für ein Bug. Geil. Also, Bug war es jetzt nicht, aber halt von meinem Fehler. Was für ein geiler Fehler von meinem Gegner. Wow, da haben wir doch noch das Anschlusstor. Da so geil schießt er seinen eigenen Verteidiger an und Tevez ist da natürlich zur Stelle. Wuhu. Jetzt will er mit seinem Dos Santos durchkommen, aber nicht gegen meinen Idal.
Oh nein, Dos Santos schon wieder durch und da macht er's. Jei. Gegen den habe ich am meisten Probleme. Okay, gegen Mandzukic eigentlich auch, aber der ist mir irgendwie zu quirlig gerade. Da kommt meine Abwehr nicht hinterher. Aber der Mandzukic passt auch da echt gut und naja. 4-1. Ist einfach nicht mein Spiel. Oh, guck, da geht der schon wieder durch. Und natürlich ist er wieder drin. Ii. Da werde ich gerade so rasiert, das gibt's ja gar nicht. Die Pässe kann ich nicht verteidigen. Oh Mann. Tevez? Tevez! Nein! So Leute, das Spiel ist aus. 5-1, kriegen wir eine auf den Sack. Ja, wie kann ich denn das Spiel am besten beschreiben? Ich denke mit dem Satz, Hammer hat uns gezeigt, wie der... Ach, Scheiße. Oh, jetzt habe ich sogar den Spruch vergessen. Der hat uns halt den Hammer gezeigt. Aber das war's nicht. Ich wollte sagen, wie der Hase läuft, aber... Naja, das Spiel hat mich jetzt auch noch verwirrt. Geil. Münzen kriegen wir auch nur 386. Naja, ein Sieg, eine Niederlage in Liga 5 lässt sich auf jeden Fall mit leben, sage ich mal. Zwei Siege wären natürlich optimal gewesen, aber damit muss ich jetzt leider auch leben. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Was ich noch euren ansprechen würde, ich würde mir gerne ein MLS-Team bauen und wollte euch fragen, was ihr davon hält. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Ultimate Team. Also dann, haut rein und ciao.